Jesus und die Tiere. Immer mehr Menschen wenden sich vom Fleischverzehr ab. Dies hat vielfältige Gründe. Für viele sind es gesundheitliche Gründe. Andere Menschen denken an das Klima. Immer öfter sind es jedoch auch innere, ethische Gründe. Diese Menschen erkennen, dass es nicht in Ordnung sein kann, ja ein Verbrechen ist, wie wir mit fühlenden, beseelten Geschöpfen Gottes umgehen. Täglich werden Milliarden dieser edlen Wesen gefoltert, hingeschlachtet, gekocht, gegrillt, im eigenen Darm verwurstet und am Ende gegessen. Hier sollen jedoch keinesfalls Menschen, die Fleisch essen, abgewertet und Menschen, die kein Fleisch essen, als bessere Menschen bezeichnet werden. Das wäre zu einfach gedacht. Interessant ist jedoch, dass Menschen, die mehrere Jahre kein Fleisch gegessen haben und somit einen Abstand zum Fleischessen gewonnen haben, ihr früheres Verhalten nicht selten in einem neuen Licht sehen. Viele sehen Tierfleisch auf einmal als Leichenteile lebendiger Wesen. Wieso ist das so? Wirken Erziehung, Traditionen und die Klischees der Gesellschaft wie eine Programmierung auf unser Unterbewusstsein, wie eine Gehirnmanipulation, von der man sich erst wieder befreien muss? Wenn das so wäre, warum wurden wir dann nicht zur Liebe und Nachsicht gegenüber Menschen, Tieren und der Natur erzogen? Warum wurden durch Erziehung und Gesellschaft den Menschen nicht positive Bilder der Friedfertigkeit gegenüber der Schöpfung vorgegeben und vorgelebt, das dann zum Bewusstsein der Menschheit hätte werden können? Die Gründe dürften nicht zuletzt in der religiösen Ausrichtung der Gesellschaft liegen. Bereits zu Zeiten des Jesus von Nazareth drohte Juden, die zum Beispiel das rituelle Essen eines Lammes zum Pascha-Fest nicht zelebrieren wollten, die Todesstrafe. Schlussendlich wurde laut apokryphen Schriften genau diese Verweigerung Jesu, zum Pascha-Fest ein Lamm zu essen, zu seinem Todesurteil. Deshalb ist es nicht verwunderlich, ja, geradezu verständlich, dass die Aussagen des Jesus zur Tierliebe und fleischloser Ernährung nicht in die Schriften, die heute noch die Grundlage des Neuen Testaments, der biblischen Schriften bilden, aufgenommen werden konnten. Denn auch die Schreiber waren ja damals dem jüdischen Duktus unterworfen. Dass Jesus kein Lamm aß, ist natürlich heute dem höheren Klerus wohl bewusst. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist eine Aussage von Papst Benedikt dem 16. Er sagte bei einer öffentlichen Predigt in der Lateranbasilika am Gründonnerstag, dem 5. April 2007, die Schriftfunde von Qumran haben inzwischen zu einer überzeugenden Lösungsmöglichkeit geführt. Und er zieht dann aus den Qumran-Texten den Schluss, dass Jesus kein Lamm gegessen hat. Wörtlich: Jesus hat Pascha ohne Lamm gefeiert. Der Papst konnte sich natürlich nur auf die Qumran-Schriften berufen. Hätte er sich auf echte Urevangelien aus dem Archiv des Vatikans berufen, so hätte er ja gestehen müssen, dass diese existieren und hätte diese in der Folge dann auch freigeben müssen. Es gibt etliche Hinweise darauf, dass solche Schriften im Archiv des Vatikans tatsächlich existieren. Hieronymus, der die Heiligen Schriften im Auftrag des Papstes für die spätere katholische Bibel übersetzte, war noch im Besitz mindestens eines originalen Evangeliums, das laut Hieronymus der Apostel Matthäus selbst geschrieben hatte. In seinen Briefen an den Papst schrieb er, dass der Inhalt unübersehbare Unstimmigkeiten aufweise im Vergleich mit den anderen, später geschriebenen Evangelien. Leider verbot ihm die Synode, dieses wertvolle Urevangelium in die Schriftensammlung der späteren Bibel aufzunehmen, das laut Hieronymus, Zitat, von den meisten als das authentische Evangelium bezeichnet wird. Es wird behauptet, dass dieses authentische Urevangelium des Apostels Matthäus heute noch im Archiv des Vatikans verborgen wird. Ein deutscher Professor, der im Archiv des Vatikans in diesen Urevangelien lesen durfte, teilte seine Erfahrungen seinem Professorenkollegen detailliert mit.
Dieser teilte im März 2000 dem Autor dieses Videos in einem persönlichen Gespräch in Berlin mit, dass der Inhalt erheblich von den anderen Evangelien abweiche. Vor allem enthalte es Stellen über die Tierliebe Jesu und das Gebot, keine tote Nahrung zu sich zu nehmen. Zudem enthalte es die Aussage Jesu, dass eine erneute Geburt ins Fleisch, also eine Reinkarnation, möglich sei. Das seien Themen, die die katholische Kirche ablehne. Dieses in einer originalen Schrift zu finden, habe den Professor als gläubigen Katholik, das habe er ehrlich zugeben müssen, ziemlich schockiert. Hieronymus nannte dieses Evangelium des Apostels Matthäus, nicht zu verwechseln mit dem Matthäusevangelium der Bibel, auch das Evangelium der Apostel. Origenes, der anerkannte Bibelwissenschaftler des 4. Jahrhunderts, nannte es das Evangelium der Zwölf. Das ist deshalb interessant, weil ein gewisser Gideon Jasper Richard Owsley im Jahre 1901 ein Evangelium mit dem Titel »Das Evangelium der Heiligen Zwölf« veröffentlichte, das laut einigen Quellen aus dem Aramäischen ins Englische übersetzt wurde, mit dem Hinweis, dass es sich um ein ursprüngliches Evangelium der Urchristen handle. Später wurde diese Schrift auch unter dem Titel »Das Evangelium Jesu« oder »Das Evangelium des vollkommenen Lebens« bekannt und diese Schriften können noch heute erworben werden. Doch es gibt noch mehr Funde dieser Art und weitere denkwürdige Zusammenhänge. Edmond Sakey, ein ungarischer Arzt und Professor aus Siebenbürgen, fand in der Königlichen Bibliothek der Habsburger in Wien ein uraltes Evangelium in altslawischer Sprache, schrieb es ab und übersetzte es. Dies könnte ein Hinweis auf die urchristliche Gemeinschaft der Bogumilen sein, die eine Schrift besaßen, die sie das heimliche Abendmahl nannten. Und diese im Jahr 1190 den Katharern in Italien und Frankreich schenkten. Später hatte Sakey die Gelegenheit, in der Bibliothek des Vatikans in Rom alte Schriften zu sichten und stellte verblüfft fest, dass dieser altslawische Text, den er in Österreich fand, eine wörtliche Übersetzung einer im Vatikan aufbewahrten originalen Handschrift in aramäischer Sprache war, so im Vorwort der apokryphen Schrift Heliant zu lesen. Ob es sich hier um das Urevangelium des Apostels Matthäus handelt oder um Schriften, die auf den Apostel Johannes zurückgehen, kann nicht geklärt werden, da der Vatikan auch auf mehrmalige Nachfrage des betreffenden Verlages keine klaren Angaben über die Existenz dieser Schriften herausgab. Eines scheint aber sicher zu sein. Vergleicht man den Inhalt dieser verschiedenen Schriften, die Aussagen sind sinngemäß und in großen Teilen auch wörtlich immer die gleichen. Es scheint, dass diese verlorenen oder versteckten Schriften immer wieder den Weg ans Licht der Öffentlichkeit finden sollen. Vergleicht man die offiziellen Bibeltexte mit diesen apokryphen Schriften, dann ist gut zu erkennen, dass die Kernaussagen oft die gleichen sind. Aber gewisse, für den damaligen und den heutigen Klerus unbequeme Textstellen fehlen. Vielleicht wurden diese Textstellen damals in die späteren Schriften, die die Kirchen als die vier bekannten Evangelien auswählten, wie bereits erwähnt, aus gesellschaftlichen Gründen gar nicht erst hineingeschrieben. Zum einen, weil das Fleischessen zum Teil religiös vorgeschrieben war und zum anderen die Pharisäer, die vom Historiker Flavius überliefert, eigene Theorien zur Lehre der Reinkarnation hatten, die mit den Aussagen Jesu absolut nicht konform waren. Die Pharisäer, die ihr bevorzugtes Leben auf diesem Planeten sehr zu lieben schienen, glaubten nämlich, dass nur die Guten wieder reinkarnieren dürfen. Die Überlieferungen des Historikers Flavius zeigen interessanterweise auf, dass die Möglichkeit der Reinkarnation damals kein Tabu, sondern allgemeines Wissen war.
Erst durch die Konzilbeschlüsse der früheren katholischen Kirche ist dieses Wissen um die Reinkarnation komplett aus dem Bewusstsein des Westens gestrichen worden und gelten deshalb auch für viele Menschen eher als östliches Gedankengut oder stufen es als Esoterik ein, was eine Fehleinschätzung ist. Denn Naturgesetze, wenn es sie gibt, haben sie natürlich nichts mit Osten oder Westen zu tun. Offensichtlich ist, dass prinzipiell alle Stellen, bei denen Jesus von Nazareth Tiere rettete oder sich für sie eingesetzt hat oder über die Möglichkeit der Reinkarnation sprach, in den offiziellen Schriften und auch in ältesten Bibelfunden wohl aus den bereits angeführten Gründen gar nicht vorhanden sein können. Man kann Bibelfreunde verstehen, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Bibel nicht gefälscht und vollständig sei, da älteste Funde dies beweisen würden. Diese alten Funde biblischer Evangelien sind jedoch deshalb keine Gewähr oder gar Beweis für die Echtheit oder Vollständigkeit der biblischen Schriften, weil sogar die noch existierende originale Schrift laut den Briefen des Bibelübersetzers Hieronymus bereits damals gar nicht erst berücksichtigt und in die Sammlung aufgenommen werden durfte. Und dies, obwohl sich Hieronymus große Mühe gab und diese nach eigenen Angaben wohl um sicher zu gehen und Fehler zu vermeiden sogar mehrmals übersetzte und sie in einer Synode vortrug. Heute möchten jedoch viele Menschen endlich die ganze Wahrheit erfahren und wollen wissen, wie Jesus mit den Tieren umgegangen ist. Im Folgenden werden deshalb einige Auszüge aus Kapiteln der Schrift »Das Evangelium des vollkommenen Lebens« wiedergegeben. Sie zeigen auf anschauliche und herzergreifende Weise die Liebe des Jesus von Nazareth zu den Tieren. Dem aufmerksamen Leser fällt beim Lesen dieses Evangeliums auf, dass bereits im 4. Kapitel ein vielsagender Hinweis verborgen ist. Kapitel 4, Vers 4 bis 5. Und es gab in der Höhle einen Ochsen, ein Pferd, einen Esel und ein Schaf, und neben der Krippe lag eine Katze mit ihren Jungen. Und es gab auch Tauben über ihnen, und jedes Tier hatte seinen Gefährten nach seiner Art, ein Männchen oder Weibchen. So geschah es, dass er geboren wurde inmitten der Tiere. Um sie von ihren Leiden zu befreien, war er gekommen, die Menschen von ihrer Unwissenheit und ihrer Selbstsucht freizumachen und ihnen zu offenbaren, sie seien Söhne und Töchter Gottes. Jesus kam also auch deshalb in diese, unsere grobmaterielle Welt, um die Tiere von ihrem Leiden zu befreien. Ein denkwürdiger und wichtiger Hinweis zu den Zielen seiner Mission. Er wollte also die Menschen aufklären, dass die Tiere ihre Mitgeschwister sind, die man achten und nicht ausbeuten und töten soll. Leider ist dieser Teil seiner Mission von der Gegenseite so stark torpediert worden, dass nichts mehr an die nächsten Generationen weitergegeben werden konnte. Wahrscheinlich ist es das, was Hieronymus meinte, als er an den Papst schrieb, dass das ursprüngliche Evangelium des Apostels Matthäus, welches er nicht in die Bibel aufnehmen durfte, unübersehbare Unstimmigkeiten zu den anderen bekannten Evangelien habe. Doch die Wahrheit lässt sich auf Dauer nicht verbergen. Hier weitere erhalten gebliebene Kapitel über die Tierliebe Jesu. Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Und es begab sich, dass der Herr aus der Stadt zog und mit seinen Jüngern über das Gebirge ging. Und da kamen sie an einen Berg, dessen Wege waren steil, und dort fanden sie einen Mann mit einem Lasttier. Aber das Pferd war zusammengebrochen, denn es war überlastet. Der Mann schlug es, bis das Blut floss. Und Jesus trat zu ihm und sprach: Du Sohn der Grausamkeit, warum schlägst du dein Tier? Siehst du denn nicht, dass es für seine Last viel zu schwach ist? Und weißt du nicht, dass es leidet? Doch der Mann antwortete und sprach: Was hast du damit zu tun? Ich kann mein Tier schlagen, so viel es mir gefällt, denn es gehört mir, und ich kaufte es für eine stattliche Summe Geld. Frage die, die bei dir sind.
Sie sind aus meiner Nachbarschaft und wissen es. Und einige von den Jüngern antworteten und sagten, ja, Herr, es ist so, wie ihr sagt, wir waren dabei, als ihr das Pferd kaufte. Und der Herr erwiderte, sehet ihr denn nicht, wie es blutet, und höret ihr nicht, wie es stöhnt und jammert? Sie aber antworteten und sagten, nein, Herr, wir hören nicht, dass es stöhnt und jammert. Und der Herr wurde traurig und sprach, wehe euch, der Stumpfheit eures Herzens wegen, hört ihr nicht, wie es klagt und schreit zu seinem himmlischen Schöpfer um Erbarmen. Und dreimal wehe über den, gegen den es schreit und stöhnt in seiner Qual. Und er ging weiter und berührte das Pferd, und das Tier erhob sich, und seine Wunden waren geheilt. Aber zu dem Manne sprach er, gehe nun deinen Weg und schlage es künftig nicht mehr, wenn auch dir nach Gnade verlangt. Und da er das Volk herankommen sah, sprach Jesus zu seinen Jüngern, des Kranken wegen bin ich krank, des Hungrigen wegen leide ich Hunger, des Durstigen wegen leide ich Durst. Er sagte auch, ich bin gekommen, die Opfer und die Blutfeste abzuschaffen. Wenn ihr nicht aufhören werdet, Fleisch und Blut der Tiere zu opfern und zu verzehren, so wird der Zorn Gottes nicht aufhören, über euch zu kommen, ebenso wie er über eure Vorfahren in der Wüste gekommen ist, die nach Fleisch lüstern und essen. Sie werden von Fäulnis erfüllt und von der Pest aufgezehrt. Hier weist Jesus von Nazareth auf Krankheiten hin, die durch den Fleischverzehr entstanden oder gefördert werden. Tatsächlich zeigen heute zahlreiche Studien, dass ein hoher Fleischkonsum mit der Entstehung zahlreicher Zivilisationskrankheiten in Verbindung gebracht werden kann. Im Darm können sich zum Beispiel durch falsche Ernährung Fäulnis und Gärgifte bilden. So steigt zum Beispiel das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, prozentual mit der Menge an verarbeitetem Fleisch, das gegessen wird. Deshalb weist Jesus auch darauf hin, dass wenn die Menschen nicht aufhören, Fleisch zu verzehren, auch die Wirkungen nicht aufhören werden, unter denen die Menschen zu leiden haben. Die Worte Zorn Gottes waren nach damaligem Sprachgebrauch der Begriff für das Gesetz von Saat und Ernte, also die Wirkung einer zuvor gelegten Ursache. Gott ist nicht zornig und ein Naturgesetz wie die Wirkung einer Ursache auch nicht. Doch da die Wirkung oft unverhofft kam und die Ursache für die Menschen nicht immer erkennbar war, wurden im Volksmund der Begriff Zorn Gottes geprägt, dessen Wurzeln noch in der Vielgötterei liegen, als noch den Göttern Opfer gebracht werden mussten, angeblich um ihre Gunst zu erlangen. Ein weiteres Beispiel aus dem Leben des Jesus von Nazareth und sein Verhältnis zu den Tieren. Kapitel 31, Vers 12 bis 16. Jesus zog nach Jerusalem und begegnete einem Kamel beladen mit Holz. Das Kamel konnte es nicht den Berg hinaufziehen, und der Treiber schlug es und misshandelte es grausam. Aber er konnte das Tier nicht von der Stelle bringen. Und als Jesus es sah, sprach er zu ihm, »Warum schlägst du deinen Bruder?« Und der Mann erwiderte, »Ich wusste nicht, dass es mein Bruder ist. Ist es nicht ein Lasttier und dazu gemacht, mir zu dienen?« Und Jesus sprach, »Hat nicht derselbe Gott aus dem gleichen Stoff dieses Tier geschaffen und deine Kinder, die dir dienen, und habet ihr nicht denselben Atem beide von Gott empfangen?« Und der Mann staunte sehr über diese Rede. Er hörte auf, das Kamel zu schlagen, und befreite es von einem Teil seiner Last. So schritt das Kamel den Berg hinan, und Jesus ging vor ihm, und es blieb nicht mehr stehen bis ans Ende seiner Tagesreise. Das Kamel erkannte Jesus, denn es hatte die Liebe Gottes in ihm gefühlt. Und der Mann wollte mehr von der Lehre wissen. Und Jesus lehrte ihn gerne, und er wurde sein Schüler. Der nachfolgende Vers zeigt, dass Jesus von Nazareth alles Leben achtete und sich bei einem Feigenbaum bedankt. Kapitel 34, Vers 2 bis 6. Und Jesus kam zu einem Baum, unter dem er mehrere Tage verweilte.
Und dorthin kamen auch Maria Magdalena und andere Frauen und dienten ihm mit ihrer Habe. Und er lehrte täglich alle, die zu ihm kamen. Und die Vögel sammelten sich um ihn und begrüßten ihn mit ihrem Gesang. Und andere Geschöpfe kamen zu seinen Füßen, und er fütterte sie, und sie fraßen ihm aus der Hand. Und als er weiterzog, segnete er die Frauen, die ihm ihre Liebe bezeugt hatten, und er wandte sich zu dem Feigenbaum und segnete auch ihn. Und er sprach: Du gabst mir Obdach und Schatten gegen die brennende Hitze, und zu all dem gabst du mir auch Nahrung. Sei gesegnet, wachse und sei fruchtbar, und lasse alle, die zu dir kommen, Ruhe, Schatten und Nahrung finden, und lasse die Vögel der Luft ihre Freude finden in deinen Zweigen. Und siehe, der Baum wuchs und gedieh ganz ungewöhnlich, und seine Äste breiteten sich immer mehr aus, nach oben und nach unten, so dass kein ähnlicher Baum von solcher Schönheit und Größe zu finden war und keiner mit einer solchen Fülle und einer solchen Güte der Früchte wie dieser. Berührend ist auch die Begegnung des Jesus von Nazareth mit einer herrenlosen Katze. Die Menschen waren sehr erstaunt, dass er sich mit solcher Inbrunst um ein einsames Tier kümmerte. Kapitel 34, Vers 7 bis 10. Jesus kam in ein Dorf und sah dort eine kleine Katze, die herrenlos war, und sie litt Hunger und schrie zu ihm. Und er nahm sie hoch, hüllte sie in sein Gewand und ließ sie an seiner Brust ruhen. Und als er durch das Dorf ging, gab er der Katze zu essen und zu trinken. Und sie aß und trank und zeigte ihm ihren Dank. Und er gab sie einer seiner Jüngerinnen, einer Witwe mit Namen Lorenza, und sie sorgte für sie. Und einige aus dem Volk sagten: Dieser Mann sorgt für alle Tiere. Sind sie seine Brüder und Schwestern, dass er sie so liebt? Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, dies sind eure Mitbürger aus der großen Familie Gottes, eure Brüder und Schwestern, welche denselben Atem des Lebens von dem Ewigen haben. Und wer immer für einen der Kleinsten von ihnen sorgt und ihm Speise und Trank gibt in seiner Not, der tut dieses mir. Und wer es willentlich duldet, dass eines von ihnen Mangel leidet und es nicht schützt, wenn es misshandelt wird, lässt dieses Übel zu, als sei es mir zugefügt. Denn ebenso, wie ihr in diesem Leben getan habt, so wird euch im kommenden Leben getan werden. Im Kapitel 38 nimmt Jesus von Nazareth wahrlich kein Blatt vor den Mund, was das Essen von Tieren angeht. Man kann sich gut vorstellen, warum der deutsche katholische Professor äußerst schockiert war, als er im Geheimarchiv des Vatikans solche Inhalte in einem authentischen Urevangelium gelesen hat. Vers 1 bis 6. Und einige seiner Jünger kamen zu ihm und erzählten ihm über einen Ägypter, einen Sohn des Belial, der lehrte, dass es nicht wieder das Gesetz sei, die Tiere zu quälen, wenn ihr Leiden den Menschen Nutzen bringe. Und Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wer Vorteile zieht aus dem Unrecht, das einem Geschöpf Gottes zugefügt wird, der kann nicht rechtschaffen sein. Ebenso wenig können die mit heiligen Dingen umgehen oder die Geheimnisse des Himmels lehren, deren Hände mit Blut befleckt sind oder deren Mund durch Fleisch verunreinigt ist. Gott gibt die Körner und die Früchte der Erde zur Nahrung, und für den rechtschaffenen Menschen gibt es keine andere rechtmäßige Nahrung für den Körper. Der Räuber, der in ein Haus einbricht, das von Menschen gebaut ist, ist schuldig. Aber selbst die geringsten von denen, die in ein Haus einbrechen, das von Gott gebaut ist, sind die größeren Sünder. Deshalb sage ich zu allen, die meine Jünger werden wollen: Haltet eure Hände frei vom Blutvergießen und lasst kein Fleisch über eure Lippen kommen. Denn Gott ist gerecht und gütig und hat befohlen, dass die Menschen leben sollen allein von den Früchten und dem Samen der Erde. Aber wenn ein Tier sehr leidet, so dass sein Leben ihm eine Qual ist, oder wenn es gefährlich wird für euch,
so erlöst es von seinem Leiden rasch und mit so wenig Schmerz, als ihr könnt. Schicket es hinüber in Liebe und Barmherzigkeit und quält es nicht. Und Gott, euer Vater, wird euch Barmherzigkeit zeigen, ebenso wie ihr Barmherzigkeit gezeigt habt denen, die in eure Hände gegeben sind. Und was auch immer ihr tut, dem geringsten meiner Kinder, das tut ihr mir. Denn ich bin in ihnen und sie sind in mir. Ja, ich bin in allen Geschöpfen und alle Geschöpfe sind in mir. An allen ihren Freuden erfreue ich mich auch und an allen ihren Schmerzen leide ich auch. Darum sage ich euch, seid gütig miteinander und mit allen Geschöpfen Gottes. Diese Hinweise klingen klar und scheinbar kompromisslos. Doch da sollte auch darauf hingewiesen werden, dass Jesus von Nazareth kein Fanatiker war und bei ihm das Gebot der Liebe immer die oberste Priorität hatte. An anderer Stelle betont er zum Beispiel, dass den Reinen das Unreine nicht verunreinigen wird. Er weist darauf hin, dass bei einer Einladung, bei der der Gastgeber noch nicht darum weiß, dass Tiere nicht geschlachtet werden sollen und auch nicht weiß, dass der Gast kein Fleisch isst, aus Achtung dem Gastgeber gegenüber einige Bissen des Fleisches gegessen werden sollten. Man solle also den Gastgeber, der mit viel Freude und Mühe das Mahl bereitet habe, nicht vor den Kopf stoßen. Bei dieser Gelegenheit entstand der bekannte Satz, dass nicht einige Bissen Fleisch den Körper verunreinigen, sondern was vom Munde an lieblosen, hasserfüllten oder neidvollen Worten ausgeht. Die Gier nach Fleisch und Alkohol verunreinige jedoch den Körper. Er sagte, dass der Gastgeber nach dem Mahl darauf hingewiesen werden könne, dass man aus der Erkenntnis Abstand vom Fleischkonsum genommen habe, dass tote Nahrung der Seele und dem Leib nicht dienlich sei und er das nächste Mal deshalb kein Tier töten möge. In diesem Kapitel weist Jesus von Nazareth auch auf das erste Speisegebot Mose hin, das wie folgt in jeder Bibel steht. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Es gibt immer wieder Kritik an diesem göttlichen Speisegebot mit der Begründung, dass sie auch Pflanzen fühlen würden. Doch Gott ist weise, und wenn man genau liest, dann merkt man, dass alle Lebensmittel, die aufgezählt werden, uns die Natur freiwillig schenkt. Keine Pflanze soll ihr Leben lassen. Hier wird berücksichtigt, dass man die Pflanzen essen soll, die sich freiwillig als Samen, Früchte oder Nüsse herschenken. Das sind außer allen Getreidesorten auch die meisten Gemüsesorten. Jedenfalls genug, um sehr gut zu leben. In der folgenden Geschichte ermöglicht Jesus von Nazareth vielen Vögeln die Freiheit, indem er den Vogelfänger einen Neuanfang in einem ehrlichen Beruf vorschlägt. Kapitel 41, Vers 1. Und als Jesus nach Jericho ging, begegnete ihm ein Mann mit jungen Tauben und einem Käfig voller Vögel, die er gefangen hatte. Und er sah ihren Jammer darüber, dass sie ihre Freiheit verloren hatten, und darüber hinaus litten sie Hunger und Durst. Und er sprach zu dem Mann: Was tust du mit diesen? Und der Mann antwortete: Ich lebe davon, dass ich die Vögel verkaufe, die ich gefangen habe. Und Jesus sprach zu ihm: Was denkst du, wenn ein Stärkerer oder Klügerer als du bist, dich gefangen nehmen und dich fesseln würde, oder deine Frau oder deine Kinder und dich ins Gefängnis werfen würde, um dich zu seinem eigenen Vorteil zu verkaufen und seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen? Sind diese da nicht deine Mitgeschöpfe, bloß schwächer als du? Und sorgt nicht derselbe Gott, Vater und Mutter, für sie ebenso wie für dich? Lasse diese, deine kleinen Brüder und Schwestern, in Freiheit und siehe zu, dass du solches nie wieder tust, sondern dass du ehrlich dein Brot verdienst. Und der Mann, erstaunt über diese Worte und seine Vollmacht, ließ die Vögel frei. Als die Vögel herauskamen, flogen sie zu Jesus, setzten sich auf seine Schultern und sangen ihm.
Und der Mann fragte weiter nach seiner Lehre und ging seines Weges und erlernte das Korbflechten. Durch seine Arbeit erwarb er sich sein Brot und zerbrach seine Käfige und Fallen und wurde ein Jünger Jesu. Im 75. Kapitel kann man in diesem apokryphen Evangelium erfahren, wie es beim Pascha-Fest zum Eklat mit Judas kam. Vers 1 bis 2. Am Abend kam er in das Haus, wo die 12 und ihre Begleiter versammelt waren. Petrus, Jakobus, Thomas, Johannes, Simon, Matthäus, Andreas, Nathanael, Jakobus der Jüngere, Thaddäus, Judas und Philippus und ihre Gefährten. Und sie waren alle in Kleider von reinem weißen Leinen gekleidet. Denn Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Kapitel 75, Vers 6 bis 14. Und Judas Ischariot sagte zu ihm: Siehe, das ungesäuerte Brot, den gemischten Wein, das Öl und die Kräuter. Doch wo ist das Lamm, das Moses befohlen hat? Denn Judas hatte das Lamm gekauft, doch Jesus hatte verboten, dass es geschlachtet werde. Und Johannes weissagte aus dem Geiste: Sehet das Lamm Gottes, den guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe hingibt. Judas war betroffen bei diesen Worten, denn er wusste, dass er ihn verraten werde. Aber noch einmal fragte Judas: Meister, steht nicht geschrieben im Gesetze, dass ein Lamm geschlachtet werden müsse für das Pascha-Fest innerhalb der Tore? Und Jesus antwortete: Wenn ich auf das Kreuz gehoben werde, dann wird wahrhaftig das Lamm geschlachtet sein. Wehe aber dem, durch den es in die Hände der Schlächter geliefert wird. Es wäre für ihn besser, er wäre nie geboren. Wahrlich, ich sage euch, darum bin ich in die Welt gekommen, dass ich abschaffe alle Blutopfer und das Essen des Fleisches der Tiere und Vögel, die von Menschen geschlachtet werden. Am Anfang gab Gott allen die Früchte der Bäume und die Saaten und die Kräuter zur Nahrung. Doch die, welche sich selbst mehr liebten als Gott oder ihren Nächsten, verdarben ihre Sitten und brachten Krankheiten in ihre Körper und erfüllten die Erde mit Begierden und Grausamkeit. Nicht durch das Vergießen von unschuldigem Blut, sondern durch ein rechtschaffenes Leben werdet ihr den Frieden Gottes finden. Ihr nennt mich den Christus Gottes und ihr sprechet wahr, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gehet diesen Weg, und ihr werdet Gott finden. Suchet die Wahrheit, und die Wahrheit wird euch frei machen. Lebet im Leben, und ihr werdet den Tod nicht sehen. Alle Dinge leben in Gott, und der Geist Gottes erfüllt alle Dinge. Haltet die Gebote. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und die Summe des Gesetzes ist dies: Tut niemandem, was ihr nicht wollt, dass andere euch tun. Tut das anderen, was ihr wollt, dass andere euch tun sollen. Gesegnet seien, die dieses Gebot erfüllen. Denn Gott ist in allen Geschöpfen offenbar. Alle Geschöpfe leben in Gott, und Gott ist in ihnen verborgen. Kapitel 75, Vers 18. Diejenigen in jedem Volke, die sich nicht durch Grausamkeit besudeln, die Gerechtigkeit üben, die Barmherzigkeit lieben und die Werke Gottes ehren, die Hilfe leisten den Schwachen und Unterdrückten, diese sind das Israel Gottes. Im 76. Kapitel berichtet das Evangelium über das letzte Abendmahl, das Jesus von Nazareth mit seinen Aposteln und Jüngern anschließend an das Paschamahl feierte. Dabei wird noch einmal im Detail geschildert und aufgezeigt, dass Jesus von Nazareth tatsächlich hingerichtet wurde, weil er keine tote Nahrung zu sich nahm und deshalb die vorgeschriebene Tötung eines Lammes nicht zuließ.
Judas glaubte, dass Jesus von Nazareth gekommen sei, um die Juden von der Herrschaft der Römer zu befreien, und war sich sicher, dass Jesus nicht hingerichtet wird. Er glaubte, dass Jesus über übersinnliche Kräfte verfügt und, wie bereits früher geschehen, sich aus der Gewalt der Hecher befreien werde. Doch Jesus von Nazareth kam nicht, um ein irdisches Reich zu errichten, sondern ein Reich des Inneren. Er lehrte die Menschen, das Reich Gottes in ihrem Inneren zu erschließen. Wer dies tue, der sei ein Miterbauer des künftigen Friedensreiches Jesu Christi auf dieser Erde. Das Evangelium des vollkommenen Lebens enthält auch viele Berichte von Begegnungen Jesu mit Menschen, die Tiere quälten oder sie als Ware verkauften. Jesus von Nazareth versucht dabei, mit weisheitsvollen, aber auch eindringlichen Worten die Menschen zu belehren und aufzuklären, um sie vor weiteren belastenden Handlungen abzuhalten. So sprach er auch mit einem Mann, der Hunde für die Jagd abrichtete und mit ihnen handelte. Kapitel 14, Vers 6 bis 8. Jesus sprach zu dem Manne: Warum tust du das? Und der Mann entgegnete: Weil ich davon lebe. Was für einen Nutzen haben diese Tiere denn? Diese Tiere sind schwach, die Hunde aber sind stark. Und Jesus sprach zu ihm: Dir mangelt es an Weisheit und Liebe. Siehe, jedes Geschöpf, welches Gott erschaffen hat, hat seinen Zweck. Und wer kann sagen, was Gutes in ihm ist, zu was sie nützen, für dich oder die Menschheit? Und für dein Leben, siehe die Felder, wie sie wachsen und fruchtbar sind, und die fruchttragenden Bäume und die Kräuter. Was brauchst du mehr als diese, was dir die ehrliche Arbeit deiner Hände gibt? Wehe den Starken, die ihre Stärke missbrauchen. Wehe den Jägern, denn sie sollen selbst gejagt werden. Und der Mann staunte und ließ davon ab, die Hunde zur Jagd zu trainieren, und lehrte sie, Leben zu retten und nicht es zu verderben. Und er nahm die Lehre Jesu an und wurde sein Jünger. Das sind wieder klare Worte des mutigen Mannes aus Nazareth, die sicherlich vielen Menschen nicht genehm waren und heute auch noch nicht sind. Das ist aber noch lange kein Grund, sie den Menschen vorzuenthalten. Wie würde die abendländische Kultur heute aussehen, hätte man diese Lehre des Jesus von Nazareth nicht unterdrückt und verheimlicht? Wie viele Billionen Tiere wären nicht geschlachtet worden? Wie viel Blut wäre nicht vergossen worden? Wie viele Menschen hätten nicht unnötig ihre Seelen belastet und hätten so bereits ein höheres Bewusstsein? Würden die Wildtiere auch ängstlich fliehen, wenn sie einen Menschen erschnuppern oder zu Gesicht bekommen, wenn sie die letzten 2000 Jahre nicht gejagt worden wären? Es gibt eine Insel in Japan namens Nara. Auf dieser Insel leben seit Menschengedenken eine gleichbleibende Population von ca. 1200 Hirschen und Rehen. Der Mensch greift nicht ein, denn auf Nara ist die Jagd seit Tausenden von Jahren streng verboten. Die Folge davon ist, dass die Hirsche und Rehe auf dieser Insel keine Angst mehr vor Menschen haben und sich auch in der Stadt ohne jegliche Furcht unter die Zweibeiner mischen. Viele Besucher kommen nur deshalb auf die Insel, um diese friedliche Vision zwischen Mensch und Tier einmal real zu erleben. Lassen wir dieses friedvolle Miteinander mit einigen Bildern auf uns wirken. Con la que danira tu yo me ca e de lo
Akamaya nutaro oyakum.